Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Vigitin zurück bei Let's Play Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. Wir stehen kurz davor, den Erdgeist zu erwecken, aber wir müssen noch herausfinden, wie sein Antlitz aussieht, weil solange wir keine Information darüber haben, ist es uns nicht möglich, den Geist zu erwecken. Und ja, dann haben wir noch im Schrein des Wüstenpalastes einen königlichen Schlüssel von den anderen stümperhaften Söhnen des Ältesten bekommen können. Und jetzt müssen wir die Königin fragen, was es damit auf sich hat. Vetteretten, der ist ja zurückgekehrt und wie ist euch im Schrein gegangen? Ich hoffe, Moment mal, dieser Schlüssel. Es ist der königliche Schlüssel, das uralte Erbstück meiner Ahnenreihe. Dieser große Schatz ist eines der zwei unbezahlbaren Geschenke, die König hat, die der Wüste vermacht haben soll. Das andere ist natürlich die Legende von Rettern. Die Geschichte, die mündlich von Monarch an Monarch weitergegeben wurde, berichtet davon, dass der Schlüssel die versiegelte Tür im Bildnis des großen Geistes öffnen soll. Allerdings erst, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und nun scheint es beinahe so, als hätte euch die Hand von König Hadith persönlich zu ihm geführt. Für wahr, die Zeit ist reif. Ihr müsst zum Bildnis gehen und die Tür öffnen. Ich bin sicher, dass sich in dieser Tür seit Jahrhunderten versiegelt ist, etwas findet, das uns so möglich wird, die Wüste zu retten. Ja, der hier, ne? So war es doch. Da ist aber nichts. Das Bildnis, hä? Huh? Und wo müssen wir da hin? Info. Aktuelles Ereignis. Seraphim sagt, dass die Zeit für sei, die Gefährten zu verlassen. Ja. Und? Ach. Bei welcher Tür meint sie denn? Schüsse öffnen das versiegelte Tür im Bildnis des großen Geistes. Niemand weiß. Im Bildnis des großen. Ach so! Bildnis des großen Geistes, heißt das also, dass ich mich wieder zur Asse zurückbegeben muss? Ich hoffe doch, dass das der Fall ist. Dass das der Fall sein möge. Nicht, dass ich wieder in die falsche Richtung renne, weil... Ja... Ich habe keine Lust, hier noch länger rumzuirren. Also, dann wollen wir mal. Zum Glück ist die Oase nicht allzu weit entfernt. So. Nochmal sehen. Verflucht, wenn ich doch nur an der Karte was wie dieses Großgast beschrieben werden muss. Uns fehlt nur noch diese letzte Limit, um berufen zu können. Ja, und? Ein Abbild des großen... Was? Oder Moment, müssen wir etwa... Ach nö, wieder zu der Sphinx gehen, oder... Also, war das so? Ich glaube, dem war so, aber wo war noch mal die Sphinx? Jedenfalls nicht in der Richtung, ich sehe es gerade. Wie kommen wir da noch mal hin? Da unten, ne? Ja. Oder auch nicht. Hä? Oh. Lass mich bloß in Ruhe, Mann. Ich hab für dich auch keine Zeit. Heilige Scheiße, der Stall hat sich. Okay. Hat mich zum Glück nicht erwischt. Ich
Ich bin beinahe in die Arme gelaufen. Und dem hier auch. Wo zum Teufel war nochmal die Sphinx? Bei der Oase war es ja nicht. Hä? Gibt's hier irgendeine versiegelte Tür? Oder ist beim Palast noch irgendwas? Ja. Ja, und? Sag mal, Said, ihr habt am Bruder gesagt, dass ihr nicht die Absicht habt, Älteste von Al-Bala zu werden. Stimmt das wirklich? Eines Tages werde ich diese Wüste verlassen und die Welt reisen. Da kann ich den Platz meines Vaters nicht einnehmen. Du musst einfach nicht den Schrein besucht haben. Im Namen des Volkes möchte ich euch danken. Ich bin so froh, dass ihr Mende doch her mit dir gekommen ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, mit einen seinen Bruder mitzuschleppen. Ja, aber wo können wir den Schlüssel verwenden? Beim Abbild des großen Geistes. Ja, wo ist das Abbild des großen Geistes? Hier irgendwo? Da soll ich mal den Schlüssel mal loswerden. Oh, Moment mal. Ich kann damit jetzt wirklich jede Tür öffnen, die mir auch noch verschlossen blieb. Vielleicht ist weiter unten doch noch was anderes. Es gab doch irgendeine Tür, die verschlossen war, nicht? Wo war das denn? Hier ist das Grab. Moment. Dieses Gering für dieses Grab. Sie herrscht finstersten Stunde über die Wüste und siegt ihm das Bedrohung mit der. Sie soll die konfrontiert sein. Sie ruht hier und schaut. Nun schon seit Jahrhunderten zufrieden, in Frieden. Ja, ja, ich wollte dir mal mit dir reden. Das Gebet verschafft mir das etwas Frieden und hilft mir, meine Ängste zu vergessen. Neferiti, großer Geist des Landes, bitte gewährt uns euren Schutz. Müssen die Leute wieder Hoffnung machen. Diesen Wahnsinn jetzt ein Ende setzen. Da muss ich rein. So. Wo wird jetzt dieser Schlüssel benötigt hier? Genau, ha? Huh? Und tauchen jetzt noch mal Monster auf oder bleiben die erstmal fern? Dass diese Stümper immer noch hier sind. Ganz tolle Brüder sind das. Vielleicht zum oberen. Hier irgendwo vielleicht. Ist auch ein Tor gehabt, das ich nicht öffnen konnte. Wenn man mir bloß eine Antwort geben könnte, meine Fresse. Ich hasse das. Ich hasse das einfach ohne Ende, dass es jedes Mal sein muss. So ein Blödsinn. Ich weiß, wo ich diesen Schlüssel jetzt verwenden soll. Beim Abbild des Großgeistes, ja. Welches Abbild? Wo genau? Ha? Huh? Moment, ich kann ja da nachgucken über Teleportationszauber. Befindet sich das beim Tempel der Mysterien? Oder wo genau? Es wird mir keine Antwort gegeben. Kann ich die Königin noch mal fragen? Vielleicht kann die mehr sagen.
Ich fände es halt. Ihr seid auch hier, wenn alle für den Wissenpalast sind. Heißt das etwa. Sind alle Ballad etwas geschehen? Ist doch in Sicherheit. Das ist eine große Erleichterung. Die Königin hat also beschlossen, Trauen an euch zu setzen. Ich beneide. Trotzdem wünsche ich euch alles Gute. Danke. Schreien würde von Monstern angegriffen, aber unser anderer Heilig stellte das Bündnis des großen Geistes unbeschädigt. Das wohl bedeutet, dass der große Geist bis heute zum Stand ist, den Monstern abzuwenden als allmächtige. Aber wo befindet sich dieses Abbild? Er scheint doch hier irgendwo im Palast. Wo soll ich da nachgucken? So viele Türen erlöhren. Ja, hinter der Königin, da ist auch nichts zu sehen. Weil da befindet sich nur ein leerer Raum, wo es überhaupt nichts zu finden gibt. Halt mal, da habe ich da immer meinen Gegenstand verwendet, um mir weiterzukommen? Fest verschlossene Türen, ha? Ja, aber welche noch? Welche Tür ist es jetzt genau? Ich wünschte, ich wüsste, wo ich da genau hin muss. Ich wünschte, alles wäre mir in Erinnerung geblieben an bestimmte verschlossene Räume, die ich vorher nicht betreten konnte. Ist alles bei mir schon vergessen und geraten. Ach Mann. Dass ich jetzt hier dazu verdammt bin, den kompletten Palast abzusuchen. Nur um dann endlich mal den Geist wieder wecken zu können. Ich dachte, das wäre jetzt einfach, aber nö. So, der letzte Raum, den ich besucht habe und natürlich ein Fehlschlag. Ach, shit. Ja, lass mich raus, bitte. Vielleicht weiter oben, weil hier ist anscheinend nichts. Hier muss es irgendwo was geben. Ich kann nichts erkennen. Das Abbild des großen Geistes, ha? Huh? Da müsste sich doch was im außerhalb des Palastes auch befinden, ne? Irgendein Eingang. Ja, okay, die können mir auch nicht weiterhelfen. Komm, du musst auf zu uns aus der Tiefen unter uns. Spielt keine Rolle, es ist so Pflicht, sie abzuwehren. Ganz gleich, woher sie stammen. Ja, so ist es, aber. Ah, wo ist denn das verdammte Abbild? Meine Fresse. Wo ist das bloß? Vielleicht hier beim Teleporter von der Urne? Tatsächlich vielleicht hier. Was ist er hier? Ja, die sagen wieder dasselbe. Hier lang. Diese Richtung finden wir. Warum müssen wir wieder einen Dungeon nochmal bestreiten? Bildnis des großen Geistes. Hier sind wir richtig. Sehr jung, das Bildnis zu besuchen, dann müsst ihr eine äußerst beschwerliche Reise hinter euch haben. Nichts gewährt der Geist des Landes einen Schutz. All jenen, die Wüste durchqueren. Bitte für eine sichere Rückreise und der große Geist wird euch gewiss erhören. Na denn, müssen wir hier nochmal durch. Aber ich glaube, dieses Mal sind ja keine Monster.
oder? Kassel als großer Beschützer, bitte nimmt ich mir sie Platz im Bildnis wieder ein und führt die Wüste ins Licht. Die Wüstenbewohner sind für euch. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Aber das ist halt. Dass wir diesen Wahnsinn ein Ende bereiten. Zeit, den Geist wieder zu erwecken. Immerhin kann ich froh sein, dass ich jetzt wieder. Dass mir doch wieder eingefallen ist, also dass ich doch. Wo genau hier? Da unten? Da muss ich aber irgendwie da runterkommen. Und dann kann ich absolut froh sein, dass es mir wieder eingefallen ist, wo das Bildnis sich befindet. Wenn ihr seid, schön, dass ihr gekommen seid, mir Großgeister euren Respekt zu zollen. Wenn einmal mein Alter erreicht habe, wäre dir zu der Erkenntnis gelangen, dass es nicht ein mächtiger, sondern der große Geist ist, der so Bestes will. Wenn ihr seid, seid ihr gekommen, um zu Bildnis zu beten? Das ist eine gute Idee, schließlich liegt die Zukunft der Wüste in euren Händen. Der Geist des Landes muss erweckt werden. Bitte zerschmettert diese monströsen Eindringlinge. Und so zeigt ihm euren Respekt. Ich würde lieber da unten was machen. Dazu müsste ich irgendwie ein. Dazu müsste ich irgendwie den Weg finden. Hier. Und ich glaube, dann hier war die verschlossene Tür, ne? Oder nö. Was ist das? Sieht euch ruhig an, aber fast nichts an. An der anderen Seite des Zaunes liegt ein großer Stein, wie ein Verstand der Fische aussieht. Hä? Er scheint fest zu schlafen. Tja, wie ein Fisch. Dieser alte Mann schreibt euch ein. Schlafen, dass du da aufpassen, dass es sich nicht erkältet. Dieser alte Mann, Mann. Ja, es ist doch mal. Es ist Ruf, der das gesagt hat. Ich dachte, es wäre Maribel. Mehr gibt's doch nicht zu sagen. Ist das vielleicht das. Nein, das ist nicht das Abbild des Ältesten. Hä? Aber der Schlüssel. Aber. Das war doch nicht der Raum, der verschlossen war, nicht wahr? Da war doch noch was anderes. Obwohl. Ist das vielleicht auch der Kopf des Geistes? Ist ein bisschen unvorstellbar. Es kann sein. Möglicherweise. Möglicherweise. War der Schlüssel doch für diesen Raum zuständig. Aber wie ist dann der Herr reingekommen? Wenn er versiegelt war die ganze Zeit. Ah, hier. Jetzt dürft ihr nicht weit weg. Oh, ihr bist das Königin Schlüssel, dann ist die Zeit, von der jener sprach, der das Bildnis gebaut hat. Also dann ist die Zeit ja endlich gekommen. Öffnet die Tür, die so viele Jahrhunderte lang verschlossen war. Öffnet sie und schreitet hindurch. Ich hoffe, wir müssen nicht noch extra einen Dungeon dafür bestreiten, sondern. Und einen Boss kann. Oder ein. Und dann gegen lauter Monster kämpfen. Mit deinen Knarzen schwingt die Tür langsam auf. Endlich! Haben wir es geschafft, so. Grüße die
Gravuren auf den Bodenplatten. Da muss etwas, das muss etwas bedeuten. Wir sollten sie uns genauer anschauen. Oh, das sind Auge, Mund, Ohren, Nase. Auf Boden geritzt. Eine hochgetane Nase in dem Niederungen nach. In den Niederungen nach Geheimnissen sucht. Ein mysteriöses Nase ist auf Bunkert, zwei Ohren aus denselben Herzen geboren. Ein Mund so fest verschlossen, dass nur die Zeit ihn öffnen wird. Und das Auge? Zwei Augen durchleuchten die Finsternis. Ich sehe aber nur ein Auge. Fasziniert, ich muss mich sofort notieren. So, habe alle Anschriften aufgezeichnet. Ist ihr euch ins Gedächtnis rufen wollen, braucht mir nur zu fragen. Komm, wir müssen weitergehen. Das wird bestimmt mit einem Rätsel zu tun haben. So, werden wir hier jetzt auf Monster stoßen oder können wir in aller Ruhe durch? Oh nein, das sieht mir ganz nach einem Ort für Monster aus. Aber vorher gibt es ja einen Schatz. Ein Imitatorherz. Hm. Danke, aber nein, danke. Weil diesen Job möchte ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Es ist zwar eine nette Idee, aber irgendwie zieht das Spiel ein bisschen zu sehr in die Länge, weil man dafür auch noch extra grinden muss. Also farmen. Nein, grinden heißt es, grinden. Komisch, dass kein Monster auftaucht, obwohl das hier wieder wie ein Dungeon betrachtet wird, oder nicht? Anscheinend, weil ja noch keine Monster reingekommen sind. Okay, aber hier müssten jetzt mal Monster auftauchen, ne? Wo wird jetzt diese Treppe hin und was ist denn da hinten? Heilige Scheiße, schon wieder ein Labyrinth. Mehreren Wegen. Bislang keine Monster in Sicht. Vielleicht... Oh doch! Ah, ja! Naja, Kaiserschleim ist jetzt nicht so gut wie der... Venschleim, den wir hatten, aber immerhin. Immerhin. Ja, sehr schön. Boah, der macht aber mehr Schaden. Als der andere. Aber Schluss mit dir. Ja, der ergibt leider nicht so viel. Das ist sehr schade. Aber es sind schon wieder Monster hier. Na gut, dann heißt es, hoffentlich wirkt das. Nein, es wirkt nicht. Schade. Die Monster da draußen in der freien Natur, bei denen... Nutzt der Zauber was aber bei. Nein. Heilige Scheiße. Monster in der freien Natur, da wirkt der Zauber hier in den Dungeons komischerweise nicht mehr. Nein, jetzt bin ich hängen geblieben. Oh, aber das ist noch ein Kaiserschleim. Naja, gut. Dann warum nicht? Dann will ich halt nicht so sein und verpasse ihn einen Urknall. Ja, und schon sind sie tot. Oh, Level up. Ah, Maribel. Schön. Ein Weisheitssamen gibt es dafür? Okay. So, lass mich jetzt bloß hier durch. Ah! Och Mann. Ja, auf Dauer ging das leider nicht gut. Für euch habe ich jetzt keine Zeit. Lass mich in Ruhe!
doch mal. Nein, fliehen bitte. Nein! Heilige, was zum Teufel? What the? Wieso greift er zweimal an? Nein, uns vergiftet er uns auch noch. Na, Spitz, jetzt muss ich wieder ein Gegengift wirken. Ja, wo ist der Entgiftungszauber da? So. Wer braucht eine Weisheit? Ja. Ich würde sagen, ich gebe es meinem Hauptcharakter. So. Also meinem Hauptcharakter. Nö, verdammt. Ich muss in eine Sackgasse reinrennen. Oh, bitte, jetzt lass mich bloß fliehen, um Himmels Willen. Nein! Okay, keiner wurde diesmal vergiftet. Jetzt lass mich doch weg! Ruf hat er kaum noch MP. Oh nein, der ruft noch einen Feind. Nein, lass mich in Ruhe. Verdammt. Ja, die Schutzaura hat sowieso nie keine Wirkung gezeigt, also. Ist mir jetzt vollkommen Schnurz. Fuck. Oh, danke schön. Danke, danke, dass ich hier weg darf. Okay, den kann ich von mir aus bekämpfen. Es kommt so fassen, dass die nicht so viel geben wie die anderen vom Loderlee. So, ein Urknall und dann war's das auch schon. Easy peasy. Na? Oh, der Level 40er. Okay. So. Bislang noch keine Spur von Monstern. Das ist gut. Soweit. So. Was ist hier los? Und warum? Hä? Den Deckel kann man schließen? Den Traum kann man dunkler machen? Wozu? Was hat das zu bedeuten? Warum muss jetzt der Raum dunkler gemacht werden? Das hat auch bestimmt ein Rätsel zu tun hier. Was für ein Rätsel soll das jetzt sein? Ich will das jetzt mal herausfinden, was... Wozu, man hier die Fackeln ausmachen kann, um den Raum dunkel zu machen. Dafür muss es doch einen Schatz geben, wenn man jetzt alle Fackeln ausmacht, ne? Ist da irgendein Symbol drauf? Muss ich das der Reihe nachmachen? Ich glaube mal nicht, ne? Es ist immer noch ein dasselbe Symbol drauf. Es ist immer dunkler und dunkler. Sechs Särge. Und jeweils eine Fackel drin. Und? Jetzt ist es komplett dunkel hier. Was zum... Ein paar Edelsteine. Augensteine? Was?
Oh, oh, und jetzt tauchen Feinde auf. Das hat mich aber auch gerissen. Augensteine? Wofür sind die gut? Ein paar leuchtende blaue Juwelen. Bestimmt storyrelevant. Das behalte ich mal im Hinterkopf. So, die Kaiserschleime. Was wollt ihr denn, ha? Huh? Ihr seid auch nicht wirklich eine Gefahr für mich. So, einmal ein paar bisschen draufklopfen und dann war's das schon. Ja, die geben ein bisschen EP. Aber zumindest sind sie auch nicht gut. Die anderen Juwelensteine sollte man wieder aufsuchen, weil die geben einen Haufen Kohle. So, jetzt müsst ihr anderen ein bisschen heilen. So, schon besser. Und jetzt hier durch. Wir werden schon noch herausfinden, wozu diese Juwelen gut sind. Immerhin haben wir die jetzt mal bekommen. Hier sehe ich keine Monster. Oh Gott, sagen. Ja, nee, ist klar. Das ist ja voll fair, ne? Okay, es reicht. Ich muss diese Viecher loswerden. Einmal Urknall und dann sind die Viecher eh schon Geschichte. Problem gelöst. So, ich hoffe, dass die mich auch jetzt künftig in Ruhe lassen. So viele Räume hier, was soll das denn? Der ist eine Sackgasse. Hier wimmelt es nur so vom Räumen. Türen allüren, ne? Oh, so richtig. Oh, komm mal her. Ah, ja, 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 natürlich wird er von solchen begleitet, statt von anderen Kaiserschleimen. So, dann angreifen und das war's. Lieber ein Urknall gleich einsetzen, dann sind sie auch schon weg vom Fenster. Also wir müssen zu dieser Treppe, aber ich will mir die anderen Räume nochmal angucken, die ich noch nicht betreten habe, weil da könnte sich bestimmt was Feines befreien. Lästige Drecksgegner. Sehr schön. Das ist ein wirklich genialer Angriff, so. So, jetzt aber genug damit. Sich hier gucken. Nichts? Noch! Da taucht er hinter mir auf. Okay, danke, ich darf wenigstens fliehen. Aber warte mal, wenn ich Level 40 erreicht habe, bedeutet das doch jetzt mal, dass die heilige Schutzaura doch wirkt, ne? Level 40. Oder? Ich muss mal hoffen, bitte, dass ich jetzt stark genug wäre, damit keine Monster mehr auftauchen. Sieht wohl so aus, es taucht keins mehr auf. Oder bin ich halt immer nur in Träume gegangen, wo sie normalerweise nicht auftauchen. Was weiß ich, ich sollte mich lieber darüber freuen.
echt komisch, dass in keinem der extra Räume irgendeine Schatzkiste steckt. Was soll's. Tatsächlich, die Schutzaura wirkt. Endlich! Meine Fresse! Man muss also mindestens Level 40 erreichen mit einem Charakter, damit das klappt. So. Hier müssen wir... Müssen wir irgendein Rätsel lösen, damit wir hier weiterkommen. Probieren wir es doch mal aus. Tatsächlich, die Monster sind weg. Es war blöd, dass ich gerade jetzt den entfernt habe, aber ja, was soll's. War wirklich blöd von mir, aber was soll ich machen? Ich habe jetzt keine Lust auf weitere Kämpfe. Ich will hier nur in Ruhe durchkommen. Oh mein Gott, schon wieder zwei verdammte Treppen. Dann gehen wir erstmal die hier und dann sind wir weiter. Aha. Herzförmiger Edelstein. Ein Herzstein, hä? Huh? Okay. Ist bestimmt auch wichtig. Naja. Okay, den will ich noch bekämpfen und dann ist Schluss. Ich sehe nur wieder einen Herzstein mit anderen Monstern, auf die ich weniger Bock habe. Leider. Aber der Urknall macht sie ja alle kalt, ne? Und wie er das tut. Tja. So. Och man, wie viele von euch tauchen noch auf? Hört sich selbst mal den Urknall ein oder den Gigahieb. Jetzt trifft er beide hier. So, jetzt ist mal Schluss hier. Schluss aus Mickey Maus. Alle Geschutz-Aura aktivieren. So, jetzt gehen wir mal da runter und finden vielleicht noch ein weiteres Juwel. Der Raum sieht auf jeden Fall aufwendig. Oh ja. Ein dreieckiger Edelstein. Damit haben wir drei Juwelen. Nasenstein. Aber mehr gibt's da nicht, ne? Moment, doch. Irgendein vierter Gegenstand fehlt uns ja noch. Das ist ja auch bei den Bodenplatten so gewesen. Richtig, die Bodenplatten haben die Juwelen symbolisiert und die müssen wir jetzt wahrscheinlich... Diese Edelsteine müssen wir jetzt wahrscheinlich da... hinzufügen zu den Bodenplatten. Damit wir das Antlitz des Geistes freisetzen können. Also damit wir einen Blick auf das Antlitz des Geistes bekommen können. Ja, okay. Gut. Ich habe doch jetzt hier alles bekommen, ne? Weiter geht's ja nicht. Ich habe es ja selbst feststellen dürfen. Aber ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Ich habe jetzt drei dieser vier Juwelen. Wie komme ich da jetzt weiter bei diesem Gesicht? Was zum... Ist das ein... Hühnerkopf? Heilige Scheiße. Was war denn das für ein Monster? Hm.
Nasenstein. Ein Mundstein fehlt uns noch. Finden wir den? Augenstein, Herzstein, Nasenstein, aber... Wo ist denn der Mundstein? Mund, nicht Mond, sondern Mundstein. Wir sind nicht bei Pokémon. Was muss ich doch übersehen haben, ne? Weil ich meine, da müsste ich doch noch weiter vordringen können, ne? Na komm schon, das dürfte mir jetzt nicht antun, ne? Hat die doch diesen Autobot kämpfen, nur das Wort des Bittens so lange gedauert hat, wenn zur gleichen Zeit auch noch das hier halt baut hat. Wir haben es nur geschafft, diese Gewalt so tief von der Erde zu bauen. Das ist mir einfach nicht in den Kopf. Na, ja, die sagen alle dasselbe. Also. Sie wiederholen sich nur. Ja, wir haben jetzt hier das Juwel, aber mehr können wir nicht damit anfangen. Das sind nur Maribel und Ruf sagen. Sagen wieder ein und dasselbe. Also, sonst will keiner mit mir reden. Habe ich da vielleicht was übersehen? Ach du Heilige, nein! Was ist das überhaupt für ein Monster? Falscher Prediger? Ach nein, das ist eine kleine Variante von diesem Boss, in dem wir mal gekämpft haben. Dass der auch nochmal auftaucht. Na schön, Leute, ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt mal Schluss. Im nächsten Part werden wir dann uns auf die Suche nach dem Mundstein begeben. Und wenn es zu gefallen wusste, Daumen nach oben, Kommentar nicht vergessen. Und dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Oh ja, Crush for the Wicked in einem bisschen Part von Let's Play Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit für Nintendo 3. Also so viele sehen und tschüss, oder? Now you know.